Der ist noch in Quarantäne, alle anderen. Weißt du was? Ich schmeiß die jetzt raus. Sorg mal dafür, dass das hier deutlich leerer wird. So, dann gucken wir uns mal. Oh, guck mal, wie die hier sitzen. Oh Mann, guck dir ja mal an, das ist ja alles scheiße hier. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Ich will hier weg. Wer hat mich denn bloß gefangen? Mama. So sehen die doch aus, oder? Könnte sein, dass denen hier einiges nicht gefällt. Alles klar. Kümmern wir uns drum. Fangen wir damit an. Langes Gras mag keiner. Bin ich bei. Da sind Zecken drin, das ist widerlich. So. Also Fläche habt ihr genug, das ist nicht so schlimm, aber ihr habt viel zu viel langes Gras. Das springt aber auch immer, ne? Das ist die reinste Wonne. Was können wir denn stattdessen machen? Felsen. Ach, ihr wollt Schnee haben. Ja, das ist machbar. Schnee wollt ihr haben. Mhm. Gut, wenn ihr Schnee haben wollt, dann kühlen wir das Ganze mal auf 0 Grad runter. Das sollten wir hinkriegen. Automatisiert natürlich. Dann machen wir hier oben Indien im Schnee. Das ist bestimmt realistisch. Wie sieht es denn aus? Gut, wir müssen natürlich die Klimaanlage, weil wir sind hier in Indien, ne? Fels. Ja, geh erstmal zur Klimaanlage. Jetzt hast du wieder zu viel Fels und zu wenig Erde, ne? Wie sieht's denn Gras lang? Das kriegen wir aber hin. Komm, dann machen wir hier erstmal alles voller Fels. So. Dann können wir ja immer noch auf Erde umsteigen. Muss, glaube ich, dieses Gehege noch ein bisschen. I love you für diesen Livestream. Moin, Niklas. Gras lang. Wir haben immer noch zu viel langes Gras. Wo ist denn hier noch langes Gras? Ach, die Birne, Herr Birne, ja. Der ist auch schon wach. Wo könnte denn hier noch langes Gras sein?
Nein, das Tier ist nicht entkommen. Hier habe ich das Gefühl, die kommt aus dem Wasser nicht mehr raus. Könnte das sein? So, jetzt müsstet ihr aber eigentlich schaffen, hier rauszukommen, oder? Also hier in der Höhle zu arbeiten, ist wirklich grotesk. Barrieren. Naja, gut, die Barriere ist nicht richtig hier. Deswegen bricht er immer aus. Rein technisch natürlich nicht. So. Ist vielleicht ein bisschen besser jetzt. Hingekackt haben sie natürlich schon, ist klar. Kommt er denn aus dem Wasser jetzt wieder raus? Konnte ich euch da weiterhelfen? Ja. Alles klar. So, gucken wir doch mal weiter. Was können wir denn noch für dich tun? Hm? Was haben wir denn für Temperaturen? Ich meine, ich weiß ja auch nicht, warum man unbedingt so ein Tier hier reinbringen muss, aber alles klar. So, da könnte noch einer hin. Hier kann noch runtergekühlt werden. Hier ist wahrscheinlich kein Strom mehr oder sowas. Weil die brauchen mit Sicherheit Strom. Ach, er singt noch. Alles klar. Glück gehabt. Die haben eine kleine Batterie, eine Knopfzelle drin, dann geht das. So, du hast immer noch zu viel langes Gras. Ja, ich weiß aber nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Du könntest mit Schnee komplett auskommen, ne?
Dann kriegst du ein Schneegehege an mir, soll's nicht liegen. So. Hier ist alles Schnee. Seht ihr hier noch irgendwo Gras? Holt euch keinen Schnuppen, ne? Ist doch nirgendwo mehr Gras und wir sollen noch 14% langes Gras haben. Wo soll denn das sein? Oh, wir müssen nur aufpassen, dass wir da in das andere Gehege nicht reinkommen, aus Versehen. Ach, guck mal, wie weit das hier nach draußen geht. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Immer noch zu viel langes Gras. Ich kann das alles nicht immer so ganz verstehen, aber naja, ernsthafte Verletzung. Keine Ahnung. Aber wir sind bei 100%. So, Pflanzen. Alles klar, aber du willst Pflanzen haben, dann sollst du die bekommen. Was ist denn, wenn ich dir zum Beispiel mal einer meiner, also hier meine Getränke, die ist doch schön grün, das ist doch was, oder? Brauchen wir denn hier Platz? Hier zum Beispiel. So. Die Blumen machen wir gleich weg. Daran soll es nicht scheitern. So. Dann haben wir das. Was haben wir hier für einen Bären? Wie heißt der? Oh. Isabellbär, da ist er. Da
Was haben wir denn schon für Spielzeuge? Ne? Reibesäule. Also du wolltest ja erst noch Natur haben, ne? Richtig. Kriegen wir aber auch hin. So, jetzt schmeißen wir erstmal alles raus, was keine Miete zahlt. Sehr gut. Und du bist eine Tiger-Tundra aus Asien. Tiger-Tundra. Guck mal, was wir hier für schöne Bäumchen haben. Hm? Sind schön dicht gepflanzt. Rentierflechten, was haben wir denn noch? So eine verfallene Kiefer. Alles klar. Eine Waldkiefer. Ja, ja. Ist schön, ne? Machen wir Preiselbeerbüschchen rum. Kann man eh nicht erkennen, wo vorne und hinten ist. So. Da noch was schönes Grünes hin. Efeuflechten. Ah ja, man kann nichts erkennen, das ist gut. Natürlich nimmt man gleich wieder die falsche Taste. Oh, ist so schlecht zu sehen, aber egal. Es hilft ja. Was haben wir denn hier noch? Frauenfarn. Sehr schön. Ja, so langsam kommen wir in den Bereich, ne? Noch eine Himalaya-Birke könnte hier hin. Ein bisschen Hartriegel. Haben wir denn noch? Dauert nicht mehr lange, dann haben wir es. Sieht das bescheuert aus? So, sehr schön. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Was ist das denn hier? Rentierflechten. Ja, hier gibt es Nachwuchs ohne Ende. So, du kleiner Kackbär, jetzt kannst du dich aber nicht mehr beschweren, dass das hier schlecht wäre für dich. Wird immer besser. So, dann haben wir das nämlich auch. Ha? Dann müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken um Gehegegestaltung machen. Das ist eine Trommel.